Leute und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Wir haben jetzt Wochenende, ich habe heute frei und das andere Wochenende wohl auch scheinbar, so wie es im Moment aussieht, denn im Moment arbeite ich noch bis zum 8. Januar und ich habe im Moment Urlaub und ich habe frei und mein Arbeitszeitkonto wird jetzt gerade leer gemacht. Ich habe vom 7. bis zum etwa Freitag jetzt an einem Projekt mitgearbeitet, Bierflaschen in Bierkisten füllen. Und da habe ich auf Bierkisten gestanden, damit ich halt da oben dran komme. Und ich habe Freitag mich entschlossen, am 31. oder Freitag, glaube ich, war der 1., wie auch immer, auf jeden Fall habe ich mich da entschlossen, das alles mal fürchterlich eskalieren zu lassen. Und habe einfach mal den Weg zu meiner Firma gesucht und habe dort für ein wenig Aufregung gesorgt. Jede Menge Leute wurden plötzlich ganz hektisch und ganz aufmerksam, weil ich gesagt habe, ich liefere euch jetzt mal richtig ans Messer. Das geht nicht, dass ihr Leute auf Bierkisten stellt. So, da war richtig Stimmung in dem Laden und ja, was will man machen? Mal gucken. Es ändert sich jetzt vielleicht was, ich werde es nicht mehr mitkriegen. Ich bin nämlich am 7. Februar zum letzten Mal für diese Firma Arbeitnehmer. Ich bummel jetzt meine Zeiten ab und lande dann wieder zum Glück im Arbeitslosengeld 1, ganz normal, Versicherungsleistung, kein Scheiß Hartz IV mehr. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt und mir ein bisschen was geben wollt an Geld, dass ich wieder vernünftig leben kann, könnt ihr mir das geben. In dem nächsten halben Jahr bin ich Bezieher vom Arbeitslosengeld. Da wird nicht gefragt nach Kontoauszügen, da wird nicht gefragt, haben Sie irgendwo Geld, gewinnen Sie irgendwo Geld, schenkt Ihnen jemand Geld. Ihr dürft mir geben, was ihr wollt, es wird nichts angerechnet. Wenn ihr Bock habt, macht mich reich, dass ich nie wieder irgendwo Sorgen haben muss. Ich stand jetzt für euch, für euer Feierabendbier auf Bierkisten und habe meine Gesundheit gefährdet, weil die es nicht in die Lage kriegen, vernünftige Gerüste aufzubauen.